Hier ist das SKB-Journal am Dienstag und das sind die Themen. Gerüstet, mobile Corona-Teststationen. Keine Eile, Potsdamer Brücke wird erst 2023 saniert. Und Unfallgefahr, richtige Reifen für die kalte Jahreszeit. Ja, und damit, meine Damen und Herren, darf ich Sie zu den aktuellen Nachrichten recht herzlich begrüßen. Das Gesundheitszentrum und die Johanniter aus Brandenburg an der Havel haben schnell die richtigen Schlüsse gezogen, als die Stadt zum Corona-Risikogebiet erklärt wurde. Von nun an soll eine voll ausgestattete mobile Sanitätsstation der Johanniter zum Einsatz kommen, wenn es zu größeren Covid-19-Ausbrüchen, zum Beispiel in Pflegeheimen, Schulen oder Betrieben kommt. Die zentrale Abstrichstelle am Hauptbahnhof erhält so mobile Unterstützung, ist ab sofort einsatzbereit. Ein erster Test verlief erfolgreich. Zwei Teams mit je zwei Personen können bis zu 150 Abstriche in kürzester Zeit vornehmen und die dazugehörige Dokumentation erledigen. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden sollen dann die Ergebnisse vorliegen. Ein riesiger Vorteil ist, dass die Johanniter das rollende Testzentrum innerhalb kürzester Zeit an jeden beliebigen Ort bringen können. Je nachdem, wie hoch der Bedarf an mobilen Abstrichen in den kommenden Wochen sein wird, können aber auch noch weitere mobile Einheiten durch das Gesundheitszentrum bzw. durch die Johanniter etabliert werden. Der Neubau der Brücke in der Potsdamer Straße wird nicht vor 2023 realisiert. Mit einer Fertigstellung wird nicht vor 2025 gerechnet, so die Mitteilung des Landesbetriebes für Straßenwesen. Die Stadt hat darauf keinen Einfluss, da sowohl die B1 als auch die B102 Bundesstraßen sind. Außerdem gestaltet sich auch die Verhandlung mit der Deutschen Bahn AG schwierig. Hier geht es um Streckensperrungen der darunterliegenden Bahnlinien. Als wahrscheinlich gilt, dass neben der alten Brücke aus dem Jahr 1969 eine Behelfsbrücke errichtet wird. Gleichzeitig mit dem Brückenbau soll auch der Ausbau der Potsdamer Straße eingebunden werden. Ein Gehweg entlang der Potsdamer Landstraße wird schon 2021 von der Stadt für rund 380.000 Euro gebaut. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Ob es nochmal einen richtigen Winter gibt, darüber kann man ja trefflich diskutieren. Fakt ist allerdings, Autos brauchen in der kalten Jahreszeit Winterreifen. Und da gibt es erhebliche Unterschiede, was die Qualität anbelangt. Der ADAC testet jährlich die neuesten Produkte und die Ergebnisse sollen dem Verbraucher helfen, den richtigen Reifen für sich zu finden. Sicher auf Nässe, Schnee, Eis und trockener Fahrbahn. Das Anforderungsprofil an einen Winterreifen ist hoch. Auch der Preis spielt für die Autofahrer eine Rolle. Runderneuerte Reifen sind Modelle, die aus gebrauchten Reifen hergestellt werden und meist günstiger sind. Sie könnten eine Alternative zum neuen Winterreifen sein. Doch im aktuellen ADAC-Winterreifentest schneidet das einzige runderneuerte Modell schlecht ab. Ein Reifen von King Miler für die untere Mittelklasse.
Leider enttäuschte das Produkt und schnitt vor allem bei Nässe mangelhaft ab. Also keine Empfehlung, diesen runderneuerten Reifen zu kaufen. Wir sehen aber, Runderneuerung wird zum Thema und wir hoffen, dass wir hier nochmal einen Technologiesprung erleben und auch runderneuerte Reifen eine gute Performance erreichen. Ebenfalls nicht empfehlenswert in dieser Reifenklasse ist das Modell von Tristar. Dieser Reifen ist Schlusslicht im Test mit der Gesamtnote 5,5. Insgesamt hat der ADAC in diesem Jahr 28 Winterreifen unter die Lupe genommen. 15 Modelle für die untere Mittelklasse und 13 Modelle für Mittelklasse-SUV und Transporter. In der Dimension für die untere Mittelklasse heißt der Testsieger mit der Note 2,0 Bridgestone Blizzak LM005. Er überzeugt bei den Fahreigenschaften, nur die vergleichsweise geringe Laufleistung trübt den Gesamteindruck. Für Vielfahrer sind in dieser Größe die Modelle von Michelin und Dunlop besser. Testsieger bei den Reifen für Mittelklasse-SUV und Transporter, der Michelin-Pilot Alpine 5. Er überzeugt in der Tat in allen Disziplinen mit guten Eigenschaften, ist sehr ausgewogen und besonders hervorzuheben ist, dass der Michelin trotz der guten Eigenschaften im Sicherheitsbereich einen sehr geringen Verschleiß aufweist. Testverlierer in der Größe für Mittelklasse-SUV und Transporter ist der Reifen von Semperit. Er landet wegen schlechter Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn auf dem letzten Platz. Wer einen neuen Winterreifen kauft, sollte nicht nur auf Alpin-Symbol achten, damit genügt das Modell der deutschen Winterreifenpflicht, sondern auch darauf, dass man schon in der Bestellung vermerkt, der Reifen sollte ein Maximalalter von 2 Jahren haben. Dann ist man auf der sicheren Seite, dass man auch ein aktuelles Produkt hat mit der aktuellen Performance. Denn die Technologie bei Reifen entwickelt sich mit der Zeit weiter. Vielleicht werden in Zukunft dann auch einmal rund erneuerte Reifen im Hinblick auf ihre Fahreigenschaften interessant. Alle Ergebnisse des ADAC Winterreifentests 2020 gibt es auf adac.de. Verdammt trübe Aussichten, meine Damen und Herren, für die kommenden Tage, was das Wetter anbelangt. Regenschirmpflicht ist angesagt. Von Mittwoch bis Freitag überwiegend bewölkt und nass, teilweise mit ergiebigem Landregen, dazu sehr niedrige Temperaturen und auch noch sehr windig. Zum Wochenende hin soll es allerdings etwas besser werden. Soweit die Nachrichten für Sie. Ich darf mich verabschieden. Einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen.